Und damit herzlich willkommen zurück hier, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, zurück hier bei Crusader Kings 3 mit dem DLC Royal Court und mit einer ganz neuen und schönen Ansicht unseres Thronsaales hier aus der Nahperspektive. Was für ein opulenter Anblick schon jetzt vom jungen König Salomon oder Salomon, wie man ihn auch immer nennen mag, der hier mit 13 Jahren im Jahr 1066, ja, bereits das zweite Mal als König schon, ja, mehr oder weniger bereits intronisiert ist, wenn er auch noch nicht vom Spiel jetzt gedacht erwachsen ist. Aber er hat zumindest einen Teil der Zügel schon in der Hand. Und wir werden uns ihn und andere Charaktere heute ganz genau einmal anschauen. Die Situation in seinem Reich, seine Vasallen, seine Familie. Und wir werden uns natürlich auch die außenpolitische Situation angucken. Und wir werden uns anschauen, ja, was jetzt als erstes hier zu tun ist im Königreich der Ungarn. Nochmal am Anfang aber kurz ein Hinweis auf das vorangegangene Let's Play. Vor dem Release des DLC Royal Court habe ich diese Dynastie der Apaden, die wir jetzt auch spielen. Die habe ich bereits in dem frühen Startdatum, ich glaube 867 startet das nach Christus, gespielt. Und da haben wir dann, ja, die magyarischen Stämme gespielt mit einem Reiter. Nomadenvolk und unter solchen illustren Gestalten wie hier dem Dynastiebegründer Apat und Almosch und wie sie alle hießen und haben, ja, die pannonische Landnahme, wie sie historisch auch vollzogen wurde, mehr oder weniger ein bisschen auf eigene Art und Weise nachgespielt und dann uns dort in diesem pannonischen Gebiet, wo jetzt auch hier im Spiel Ungarn ist, 1066, uns aufgehalten und uns konsolidiert. Das war ein sehr, sehr interessantes Let's Play, eine große Empfehlung an euch, wenn ihr das noch nicht kennt oder hier neu auf dem Kanal seid und neu zu diesem Spiel dazugekommen seid, schaut euch dieses Let's Play gerne an. Das verlinke ich selbstverständlich auch unter anderem in der Videobeschreibung oder hier oben auch in den Info-Cards oben rechts. Ja, das ist der eine Hinweis. Der andere Hinweis ist, dass wir jetzt natürlich die Situation haben mit dem neuen DLC Royal Court, dass wir ganz neue Mechaniken und Spielsysteme gar drinne haben in Crusader Kings 3. Das heißt also, ich werde das so handhaben, dass wir uns die nach und nach durchaus anschauen. Ich so ein paar Dinge dazu erkläre, aber ich werde jetzt hier nicht im Let's Play den Erklärbär machen, wie jetzt hier einzelne Dinge funktionieren und das großartig kommentieren. Also ich werde jetzt hier auch kein gesondertes Video machen, das geht allein schon bei mir zeitlich momentan nicht. Irgendeine Feature-Übersicht zu erstellen oder sonstiges, das müsstet ihr euch woanders herholen. Aber wir werden uns sicherlich natürlich mit all diesen Mechaniken jetzt auseinandersetzen. Das gehört freilich auch dazu. So, übrigens gibt es hier einen schönen Fotomodus, bei dem man sogar hier die UI dann ausstellen kann und dann hier Screenshots machen kann von diesem tollen Hof und was hier gerade so vor sich geht. Ich bin mal gespannt, wie das mit Mods aussieht. Ich spiele jetzt, auch ein wichtiger Hinweis, in der Beta-Preview-Version, die mir dankenswerterweise von der PR-Abteilung von Paradox zur Verfügung gestellt wurde. Dieses Video, beziehungsweise der Prolog dazu und dieses Video werden erscheinen am Montag, den 7.2., wenn ich jetzt gerade nicht den Wochentag und das Datum durcheinander gebracht habe, um 18 Uhr. Beides wird auch zeitgleich erscheinen und dann werden wir hier, ja, täglich mit neuen Folgen uns hier den Apaden unter Salomon widmen. So, das nur mal ganz kurz zum Ablauf. Ich spiele hier also eine Vorabversion und nicht die releasede Version, die dann am Dienstag, dem 8. Februar um 18 Uhr dann entsprechend auch zum Kauf erscheint. So. Und ich habe kein Geld dafür ausgegeben. Ich habe ja erzählt, ich habe es gespendet bekommen, kann man sagen, von Paradox. Und dafür möchte ich mich auch herzlich bedanken. So, das alles erstmal aus dem Weg. Starten wir jetzt also mit König Salomon oder Salomon, wie auch immer. Wartet, ich gehe mal hier wieder auf die Perspektive drauf, auf unsere Thronperspektive. Da ist er also, König Salomon, wie er hier im Spiel genannt wird. Das ist natürlich irgendwie je nach Mundart ein bisschen verschieden, wie der Name hier überliefert ist, auch gar kein Problem. Er ist jetzt hier 13 Jahre alt. Im Übrigen, diesen Prolog, den ich erwähnt habe, für die, die jetzt vielleicht auch neu sind, da bereite ich die gesamte Vorgeschichte seit dem Beginn der Apaden-Dynastie bis hier zu König Salomon von Ungarn auf. Das sind ja immerhin hier über 100 Jahre Geschichte, die ich dann nochmal schildere, also was quasi in Anführungsstrichen der echten Geschichte oder in der uns überlieferten Geschichte in Ungarn möglicherweise passiert ist, mit so ein paar Leerstellen und mit so ein paar
Verschiebungen, weil natürlich jede Quelle, die uns darüber berichtet, auch immer an irgendwelchen Herrscherhäusern dran sitzt und relativ stark eingefärbt ist. Aber ich versuche das so, ja, ich sag mal so, wie nennt man das so, nicht abstrahierend, aber so umfassend wie möglich darzustellen, dass ihr möglichst ein Gesamtbild auch euch machen könnt, aber alles Weitere ja sicherlich auch selbst befähigt seid, darüber nachzudenken, was denn davon möglicherweise wahr sein kann, was vielleicht auch erfunden wurde oder dazu gedichtet wurde in irgendwelchen verschiedenen Quellen. Gut, ja, König Salomon ist also schon das zweite Mal geschichtlich gekrönt worden. Er wurde als Vierjähriger gekrönt, wurde dann aus dem Land vertrieben, hat Zuflucht gefunden im Heiligen Römischen Reich und jetzt ist er zurückgekehrt mit Hilfe Heinrichs des Vierten, einem dem aktuellen salischen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und hat sich hier wieder niedergelassen in Ungarn und seine Herrschaft, ja, tritt er jetzt das zweite Mal sein Königtum an und diese Herrschaft ist aber für ihn als Minderjährigen immer noch ziemlich unsicher und das wird uns hier am Anfang wahrscheinlich sehr stark begleiten. Aber was für jemand ist König Salomon eigentlich hier mit 13 Jahren? Ich glaube, das Spiel würfelt die Eigenschaften teilweise zufällig, teilweise nicht zufällig aus. Also ich bin mir sicher, ich habe hier 3 Versuche gestartet, um verschiedene Dinge mal auszutesten und er ist jedes Mal zynisch gewesen, aber die anderen Eigenschaften haben sich zum Teil verändert. Das finde ich ganz interessant. Wir nehmen aber das jetzt so an, wie es ist. Er ist also ein Zyniker. Das heißt also, er glaubt zuvörderst an den Eigensinn anderer Menschen. Das ist so ein bisschen die Gegeneigenschaft zu religiöser Eiferer, also sich irgendwie in den Dienst höherer Mächte stellen oder besonders altruistische Motive verfolgen, lese ich da jetzt raus, ist nicht seins, beziehungsweise er glaubt bei anderen einfach nicht daran. Das müssen wir hier im Hinterkopf behalten. Er ist zudem auch geduldig, also er wird bei der ein oder anderen Entscheidung einen richtigen Moment abwarten. Das ist wirklich ein besonderes Talent von ihm, auch sehr spannend, weil wir dadurch ein bisschen Komplottwiderstand für feindselige Komplotte unter anderem bekommen. Das wird für den jungen Mann hier am Anfang auch sehr wichtig sein. Wie wir gleich sehen werden, es wird nämlich schon gegen ihn intrigiert, sagt uns das Spiel. Und da er minderjährig ist, ist sowas immer eine super gefährliche Sache. Von daher gut, dass er nicht überstürzt reagiert und geduldig bereits jetzt in jungen Jahren ist. Außerdem ist er ein gerechter Herrscher, hat einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das heißt also, bei Entscheidungen, gerade hier am Hofe, da wird er seine Höflinge und Vasallen sicherlich versuchen, ja, so gerecht wie möglich, also Urteile über die Fragen und Anliegen so gerecht wie möglich zu urteilen. Das Ganze steht aber in einem ziemlichen Spannungsverhältnis zu der nächsten Eigenschaft. Er ist nämlich hinterlistig. Also er selbst, auf sich bezogen, hat in seiner Natur Lügen und Betrügen durchaus angelegt in der Form von Hinterlist. Er ist nicht ehrlich. Das kombiniert sich auch ganz gut mit dem Zynismus von Salomon. Also ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu interpretieren, wie wir das mit gerecht auch zusammenbringen können, weil sich das ja ansatzweise so ein bisschen beißt. Und ich habe das so interpretiert, dass für ihn persönlich Eigensinn, vielleicht sogar ein Stück weit Individualität wichtig sind, also für ihn persönlich. Und dafür greift er dann auch gern auf hinterlistige Methoden zurück. Also wenn es um seine eigenen Ansprüche, um seinen eigenen Willen geht, er ist ja im Übrigen als Jugendeigenschaft, Kindheitseigenschaft hat er auch noch herrisch, das passt auch noch ganz gut da rein, also sein eigener Willen ist ihm besonders wichtig derzeit. Vielleicht steckt er auch ein bisschen in der Pubertät, das könnte schon passen. Naja, also so gerecht, wie er nach außen scheint, ist er, was ihn selbst betrifft, nicht unbedingt. Das ist wirklich eine Spannung, die sich da aufbaut. Und in Bezug auf seine Vasallen aber und auf seine Hofmitglieder, da verlangt er aber Gerechtigkeit. Das ist so ein bisschen so ein doppelseitiger Charakter, aber ich glaube, so kann man dieses Spannungsverhältnis irgendwie aushalten. Wie das für ihn konkret funktioniert, ich bin sehr gespannt. Das ist eine ganz spannende Konstellation als Charakter. Dann hatte ich im Prolog gesagt, dass er ja noch gar nicht hier eine Frau hat, denn er war ja historisch bereits mit der Tochter von Heinrich dem Vierten oder mit der Schwester, nee Quatsch, mit der Schwester von Heinrich dem Vierten verheiratet worden. Das Spiel macht daraus eine Verlobung, weil es natürlich hier Heiraten erst ab 16 Jahren erlaubt. Das ist also ein spielmechanisches Zugeständnis, aber eigentlich waren die beiden schon auch als Kinder verheiratet. Da hatte man, ich sag mal, im Mittelalter selten irgendwelche
Ja, also diese Unterteilung Verloben und Verheiraten, die ist nicht so streng, wie wir das vielleicht aus der Moderne kennen würden, wie es das Spiel hier so ein bisschen andeutet. Ja, das ist aber auf jeden Fall Prinzessin Jutta, wie sie hier heißt. Historisch, ja, uns auch als Judith bekannt. Und sie ist auch eine interessante junge Dame, 19 Jahre alt, ein bisschen älter als wir, eben die Schwester von Kaiser Heinrich IV., den schauen wir uns gleich auch noch an. Sie ist sehr, sehr mutig, tapfer, sie ist gesellig, also verbringt gern Zeit mit anderen Menschen, das wird sicherlich auch unseren Hof bereichern. Und sie ist ruhig, sieht also Dinge gelassen, führt ein geruhsames Leben, also tickt jetzt nicht irgendwie großartig aus. Und sie ist eine scharfsinnige Intellektuelle, verfügt über ein tiefes Verständnis in allen Belangen der Theologie und Philosophie. Also da kann sie uns möglicherweise in bestimmten intellektuellen Fragen auch am Hofe behilflich sein. So, das erstmal dazu. Dann gucken wir uns vielleicht gleich schon mal außenpolitisch Kaiser Heinrich IV. An. Da wir jetzt verlobt sind mit seiner Schwester, wird es dann, wenn wir sie heiraten, wenn wir 16 werden, automatisch zu einem Bündnis mit Kaiser Heinrich IV. Kommen. Und das ist natürlich, gerade wenn man sich seine Hausmacht ansieht und was für Truppen der ins Feld führen kann, zu diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr mächtiger Verbündeter. Er selbst auch noch sehr, sehr jung, gerade mal 16 Jahre alt. Also auch ganz frisch im Herrschaftsgeschäft als anerkannter, gesalbter Kaiser hier. Er ist ebenfalls wie wir, auch das verbindet uns. Er ist zynisch, deswegen ist seine Meinung von uns gar nicht so schlecht. Andererseits ist er aber im Gegensatz zu uns ungeduldig. Also er ist eher hitzköpfig unterwegs und das in Kombination mit einer Rachsüchtigkeit ist natürlich schwierig. Also mit ihm müssen wir schon schauen, dass wir ihn nicht gegen uns aufbringen, weil das könnte in ganz bösen Ad-hoc-Aktionen wahrscheinlich münden. Aber der Zynismus verbindet uns beide so ein wenig und er ist ausgebildet als fähiger Taktiker, also für Strategie und Befehlshaberposten kann er auch selbst seine eigenen Armeen anführen. Da ist er sehr bewandert. Er hat auch viele Gebiete als seine eigenen Domänen. Das sieht also alles bei ihm ganz gut aus. So, jetzt kommen wir aber zu Salomon zurück. Salomon hat natürlich auch noch ein bisschen Familie. Er hat einen Vater gehabt, den wir im Epilog schon gehört haben, nämlich König Andreas oder im wahrscheinlich Ungarischen heißt es dann Andras oder Andrasch, der mit 46 Jahren gestorben ist. Wir wissen, dass das eben auch der Fall war, 1060. Und ja, und wir wissen auch, der hatte vorher mehrere Jahre vorher schon einen Schlaganfall erlitten. Er war gelähmt und dann hat er sich versucht gegen seinen eigenen Bruder, der auch nicht mehr lebt, genau, König Bela, der ganz kurz zwischenzeitlich mal König von Ungarn war, durchzusetzen, weil Bela seine Herrschaft hier in Frage gestellt hatte. Long story short, Andreas ist in der Gefangenschaft von Bela ganz elendig zugrunde gegangen. Er war tödlich verwundet worden in einer Schlacht, dann gab es die Gefangennahme und da ist er dann unter wahrscheinlich sehr sinistren Umständen dahingesiecht. Das ist also hier unser Vater, der jetzt eben schon seit 1. Oktober 1060 nicht mehr lebt. Seitdem sind wir mit unserer Mutter auf uns allein gestellt. Und das ist sie hier, Königin Mutter Anastasia von Ungarn, eine Frau aus dem Rurikiden-Geschlecht und eine russische Frau, was die Kultur angeht, und orthodox gläubig. Also zwar christlich, aber leicht, na, ganz schön abweichend von dem, was wir hier im Spiel als Katholizismus hören. Das ist natürlich damals, eigentlich gibt es nur Christentum und dann gibt es so ein bisschen das orthodoxe Christentum natürlich auch, aber es gibt natürlich dieses Wort Katholizismus so im öffentlichen Gebrauch eigentlich nicht, weil das ist der christliche Glaube und dann gibt es eben noch den orthodoxen Glauben und that's it, das nennt eigentlich niemand katholisch, aber das ist jetzt nur so eine Wortbezeichnung am Rande. So, das ist also unsere Mutter aus dem russischen Sprachraum. Sie kommt aus dem Nachbarreich von Ruthenien. Da stammt sie ab. Ihr Vater war König Jaroslav der Weise von Ruthenien eben. Und daher stammt sie ab. Sie hat einen weiteren Sohn mit unserem Vater Andreas gezeugt. Das ist hier Prinz David, unser Bruder, der auch unser Spielererbe hier sein wird, da wir noch keinen eigenen Nachwuchs haben. Und der ist auch ein nicht ganz einfacher Charakter, denn der ist genauso wie wir herrisch unterwegs in seiner Kindheit, will gerne über andere bestimmen. Er ist sehr fleißig, scheut also vor harter Arbeit nicht zurück. Er ist aber auch gefühllos, also herzlos, kaltblütig, steht den meisten Dingen, vor allen Dingen den meisten Menschen, würde ich jetzt mal vermuten, sehr
gleichgültig gegenüber. Und er ist außerdem eigenwillig. Also er macht sein eigenes Ding und hat nur wenig Achtung vor anderen. Das wird keinen guten Vasall zum Beispiel abgeben. Er hat aber natürlich hier den direkten Anspruch auf unser Königreich, weil er der Haupterbe derzeit ist, weil es keinen besseren in Anführungsstrichen gibt. Aber ein böser Charakter, vor dem müssen wir uns trotz seines jungen Alters bereits hüten. Der ist nur ein Jahr jünger als wir. Das könnte auch der sein, der aktuell gegen uns intrigiert, würde ich mal vermuten, aber genau wissen tun wir das jetzt im Spiel eben noch nicht. So, jetzt muss ich mal auf meine Notizen gucken, ob ich jetzt auch alles hier wirklich habe. Nein, noch nicht ganz. Es gibt noch einen Bruder, der ein Bastardsohn ist. Der Erzeuger war tatsächlich unser Vater Andreas. So viel steht fest, aber wer die Mutter ist, das ist unbekannt. Und das ist Prinz Georgi von Ungarn, ebenfalls ein fleißiger Mann, dafür aber auch maßvoll und sadistisch, ein ausgebildeter, knausriger Buchhalter, kann ganz gut mit Finanzen umgehen und verwalten, aber er ist auch überhaupt nicht bei uns in der Nähe. Er ist am Hof von König Malcolm III. In Schottland bei Gowrie, also der ist ganz, ganz weit weg. Ich denke mal, vor ihm müssen wir uns weder fürchten, noch haben wir da eine besondere Beziehung, zumal er ja auch hier ein Bastardkind ist. Hat zwar Ansprüche, aber kann jetzt nicht direkt Titel erben, also das ganze Thema, da müsste sich schon jemand für ihn einsetzen, dass er diesen Titel irgendwie beanspruchen kann. So, das erstmal zu unserer direkten Familie. Und jetzt gibt es natürlich noch einige Vasallen, um die wir uns kümmern müssen. Und dafür gehe ich mal hier raus und gehe in die Kartenansicht. Da sehen wir nämlich schon, wer hier die wichtigsten Vasallen in unserem ungarischen Königreich sind. Genau, wir fangen mal an mit Prinz Laszlo von Ungarn. Das ist für mich, gerade was die Militärstärke angeht, der mächtigste von den mächtigen Vasallen, die wir bei uns haben. Er ist unser Cousin, gehört also auch zum Haus der Arpaden. Er ist bei uns bereits als Ratsmarschall eingesetzt und ist auch ein sehr, sehr fähiger Mann mit 14 Kriegsführung und auch als Ritter ist er unterwegs. Hier steht plus 1, er ist also auch noch Ritter bei uns, weil er ein super Kampfgeschick hat. Also, das ist genau sein Metier. Er ist ein fleißiger, ebenfalls ein gerechter Mann. Das verbindet uns so ein bisschen. Im Gegensatz zu uns ist er aber ehrlich. Also, so ziemlich das Gegenteil von hinterlistig. Er trägt quasi die Wahrheit auf seiner Zunge und sagt, was er denkt und misst Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit einen hohen Wert bei. Und er ist ein bisschen arrogant, hat also ein doch sehr hohes Selbstwertgefühl. Aber bei seinen Talenten hier, muss man sagen, ist das auch nicht ganz ungerechtfertigt. Von daher, ja, nehmen wir das erstmal so, wie es ist. Natürlich ein brillanter Stratege, also er wird uns bei Kriegsführungsfragen sehr, sehr helfen können. Und lustigerweise ist er ebenfalls noch ein Wunderwirker. Also irgendwie, ich vermute, das bezieht sich irgendwie so auf sein Schlachtenglück. Er kann Schlachten wunderhaft wenden oder irgendwie so stelle ich mir das zumindest vor. Ja, zu ihm haben wir aber eigentlich eine ganz okaye Beziehung, sage ich mal. Klar, ehrlich gegen hinterlistig gibt hier einen Abzug und hinterlistig ist auch eine Sünde im Christentum. Das wird uns aber bei ganz vielen Charakteren hier begegnen. Und ja, insgesamt ist er trotz seiner Macht ein Charakter, ich glaube, vor dem müssen wir uns als furchtlosen Leitstern nicht ganz so stark, was Hinterlistigkeiten angeht, fürchten. Aber warten wir mal ab. So. Das ist also einer der wichtigsten Vasallen, Prinz Laszlo von Transkarpatien im Übrigen, hat hier dieses große Herzogtum im Osten von Ungarn inne. Dann haben wir noch Prinz Geza oder Geza, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, von Ungarn und von Nitra. Das kennen wir auch noch aus unserem alten Let's Play, da gab es auch diese Herzogtümer wie Transsilvanien und Nitra hier. Oder ich glaube im Deutschen heißt es auch Neutra und im Englischen eher Nitra, deswegen gibt es hier unterschiedliche Benennungen. Ja, also er herrscht hier über dieses Gebiet. Er ist ebenfalls ein sehr mächtiger Herrscher und zu ihm haben wir die schwierigste Beziehung von allen Vasallen. Das liegt aber auch daran, weil er zwei Grafschaftstitel gerne hätte, nämlich die Grafschaft von Hont und die Grafschaft von Pochonny. Die Grafschaft von Pochonny, das kann ich schon mal ankündigen, die können wir ihm aber verleihen. Da ist eine Gräfin, die wir ihm verleihen können. Dann verliert er nicht nur die minus 25 Meinungsabzug, sondern bekommt plus 40, weil wir ihm einen Vasallen verleihen und dann ist seine Beziehung gar nicht mehr so schlecht, wie das derzeit hier aussieht und er ist auch unser Ratskanzler derzeit, weil er ein sehr, sehr fähiger Diplomat ist und da passt er als mächtiger Vasall natürlich auch super in unseren Rat hinein.
Genau. Dann gibt es noch jemanden, den muss ich gerade mal kurz suchen. Und zwar ebenfalls ein mächtiger Vasall, der allerdings bislang in Anführungsstrichen nur Graf ist, ein direkter Graf unter unserer Königsherrschaft. Deswegen haben wir da Aufgebote und Steuer verringert. Hier im Bereich Visegrad, da ist nämlich Graf Georgi unterwegs, ein ebenfalls gerechter Herrscher. Er ist lüstern, er ist fleißig, ein zäher Soldat und ein Aufseher. Also auch ein mächtiger Mann, kann hier auch 1175 Mann Aufgebote bzw. militärische Aufgebote etc. aufbieten. Hat auch immerhin schon 3 Domänentitel, das ist ja mehr als wir selbst. Also der ist ein nicht unwichtiger Mann. Aber er scheint vernünftig zu sein. Also ob wir jetzt vor ihm groß Angst haben, weiß ich nicht. Unsere Beziehung ist ganz gut, weil er auch ein autonomer Vasall ist. Das heißt also, als direkter Vasall gibt das Meinungsbonus sogar. Ich weiß nicht, ob das mit Royal Court neu dazugekommen ist. Bin mir da nicht ganz so sicher. Ich kann mir das gerade nicht anschauen. Aber auf jeden Fall ist das für uns trotzdem zum Nachteil, weil natürlich Aufgebot und Steuern verringert werden. Aber so ist das derzeit mit ihm. Ein mächtiger Graf. So, dann haben wir noch einen weiteren Prinzen, den ihr vielleicht schon gesehen habt, auch aus unserer Dynastie, nämlich unser Cousin Lampert. Und das ist tatsächlich auch wieder eine Figur, wo wir auf Dauer schauen müssen, wie wir mit diesem Prinzen umgehen, der hier also das Herzogtum Transkarpatien und Umvar sein eigen nennt, also ein doppelter Herzog, der auch relativ mächtig schon ist, obwohl er selbst ebenfalls noch nicht als erwachsen gilt. Ja, würde gerne in den Rat natürlich, selbstverständlich. Also noch will er das nicht, aber wenn er erwachsen wird, will er das werden. Das Problem ist, dass er jetzt nicht den Anschein macht, der Fähigste in irgendeinem Bereich zu sein. Naja, er ist demütig, großzügig und keusch, also glaubenstechnisch ein absolutes Vorbild für das Christentum. Aber er ist auch rachsüchtig, also mit ihm sollten wir es uns trotzdem nicht verscherzen. Und auch er gilt als herrisch in seiner Kindheit und Jugend, besitzt 2 Grafschaften und eben die beiden Herzogtümer. Mal sehen, was wir mit ihm dauerhaft machen, ob er da einen Ratsposten bekommen kann. Ich wage es zu bezweifeln, aber ihn haben wir trotzdem auf dem Schirm. Und mit ihm wäre eine gute Beziehung sicherlich wichtig. Ganz wichtig noch, er ist der Sohn von König Bela, der ja quasi wieder, ja, von uns quasi durch das Heilige Römische Reich wieder abgesetzt und dann verstorben war. Also, dass er da, keine so gute Beziehung auf uns dauerhaft hat, könnte man ihm nicht nachtragen. Die Frage ist natürlich, ob er das verzeihen kann auf Dauer. Aber auch ein wichtiger Vasall von uns. So, dann gibt es noch einen Grafen, der derzeit relativ wichtig ist. Da muss ich aber ein bisschen runterscrollen. Und zwar er hier, Graf Gergely oder Gergely oder Gergely, ich kann es euch nicht sagen, von Komarom. Ein simpler Graf mit 2 Grafschaften hier, auch im Bereich Schickeschwehavar. Da gibt es auch kein Herzogtum zu, ist also auch wieder direkt uns unterstellt. Ja, und der ist ein religiöser Eiferer. Das geht natürlich genau gegen unseren Zynismus. Er ist ebenfalls gefühllos, er ist zornig, gilt auch als mächtiger Vasall, der bereits im Rat ist. Er ist nämlich unser Ratsspitzel, das ist ganz schön delikat. Eigentlich ein dilettantischer Verschwörer, trotzdem ganz ordentlich, was seine Ränkespielfertigkeit angeht. Da stellt sich die Frage, ob wir den dauerhaft im Rat lassen wollen. Das würde ich aber verschieben wollen auf das Jahr, wo wir erwachsen werden, dass wir das dann entscheiden, was wir mit dieser Person machen. Der hat immerhin auch ordentlich Macht, wenn auch nicht ganz so stark wie andere Vasallen, aber das sollte man sicherlich nicht unterschätzen. Und er hat natürlich auch eine eifrige Anspruchshaltung, seinen Willen, auch religiösen Willen hier für das Christentum im Zweifelsfall vehement zornig durchzusetzen. Also mal sehen, wie die Beziehung zu ihm verläuft. Ja, also das waren erstmal die wichtigsten Vasallen. Die anderen werde ich euch jetzt nicht vorstellen. Ihr seht, wir haben diverse Grafen hier noch und Gräfinnen. Was wir dann schon mal machen werden, mittelfristig muss eigentlich das Ziel sein, ein Herzogtum in Visegrad zu schaffen. Das können wir nämlich tun. Das existiert noch nicht, dieser Titel. Dafür brauchen wir eine Menge Geld und das ist sicherlich auch erst eine Sache. Wir könnten das jetzt schon machen, wenn wir Geld hätten. Aber ich finde, auch das ist eher für einen erwachsenen König eine Sache, hier so einen wichtigen Titel zu schaffen. Das würde den Vorteil haben, dass diese beiden Grafen, Georgi und Gergely oder Gergely,
dass die beide hier unter unsere herzogliche Oberschirmherrschaft kommen. Dann hätten wir mehr Aufgebote und Steuern von ihnen. Das wird sehr wichtig sein, weil mit dem Geld, das hat sich in Royal Court jetzt doch ein bisschen verkompliziert, weil wir viele Zusatzausgaben eigentlich tätigen sollen und müssen. Da müssen wir dann schon schauen, wie wir das dann organisieren. Aber das wäre so mein mittelfristiges Ziel, dass wir diesen Titel schaffen. Aber frühestens, wenn wir dann wirklich ein erwachsener König sind und nicht mehr irgendwie als jugendlicher König hier um die durch die Gegend laufen. Ja, bis dahin habe ich mir überlegt, wird unsere Königinmutter noch unser Vormund sein? Sie ist es derzeit noch nicht. Niemand ist Vormund von uns, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen in einer glaubwürdigen Situation, dass hier ein 13-Jähriger ganz alleine gelassen wird am Hof und die Mutter schwadroniert da nur rum. Glaube ich nicht, zumal wir auch ein merkwürdig neutrales Verhältnis zu ihr haben, obwohl wir ja das direkte Kind von ihr sind. Das liegt daran, weil sie eben hier einem fehlgeleiteten Glauben aus unserer Sicht folgt, wobei das für einen Zynisten, für einen Zyniker wahrscheinlich auch nicht so schlimm ist. Und sie hat die russische Kultur und das gibt natürlich hier ein ziemlich gespaltenes Verhältnis ab. Und deswegen ist es, glaube ich, aber auch ganz gut, wenn wir hier sagen, dass wir von ihr unterrichtet werden wollen. Wir schicken den Vorschlag direkt ab, das gibt auch gleich Meinungserhöhung, dann ist die Beziehung ein wenig besser gefestigt und sie kann ja uns so ein bisschen beaufsichtigen, bis wir dann eben erwachsen werden. Dann gibt es noch etwas Neues neben diesem Königshof, den wir eben schon kurz gesehen haben. Da gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Und zwar beim Hof gibt es jetzt Hofämter, ähnlich wie das in Crusader Kings 2 auch schon der Fall war. Und da haben wir einige, die wirklich wichtig sind, die wir besetzen müssen. Unter anderem eine Person als Hofarzt. Wir sehen nämlich hier die Info, was ich vorhin meinte. Ein mächtiger Agent ist bereits mit feindseligen Komplotten gegen uns unterwegs. Das heißt, so ein Hofarzt könnte sehr, sehr wichtig werden in dem Fall. Dementsprechend werden wir hier schon mal jemanden ernennen. Und zwar werden wir hier den Erzbischof Elemer von Ungarn einsetzen. Ich weiß, es sind nur schreckliche bis schlecht geeignete Leute hier unterwegs. Ich hoffe aber darauf, dass Elemer als meisterhafter Philosoph so belesen ist, dass er sich irgendwie bilden kann als Arzt. Denn ich möchte gerne Geld sparen. Ich möchte jetzt nicht nach einem Arzt suchen, denn unsere Staatskasse ist doch relativ knapp. Und es kostet auch etwas, den Hofarzt zu bezahlen. Das kostet jetzt dauerhaft ein gewisses Grundsalär, das modifiziert wird. Das heißt, wir können hier auch nicht einfach alle Titel besetzen, um alle Boni abzugreifen, sondern wir müssen schon gucken, was ist uns besonders wichtig und was können wir uns vor allen Dingen auch leisten. Also Erzbischof Elemer wird jetzt hier als Hofarzt eingesetzt. Ich hoffe, dass das eine gute Entscheidung ist, aber naja, die hat er jetzt hat jetzt seine Mutter getroffen, die hat vielleicht auch wenig Ahnung. Mal sehen. Ja, dann haben wir noch eine wichtige Figur und zwar den Vorkoster. Ein Vorkoster hat die feierliche Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Teller seines Lehnsherrn nie mit Gift in Berührung kommt. Und falls es ein niederträchtiges Pülverchen oder flüssiges Mittelchen dennoch irgendwie in die Mahlzeit schafft, nun, deswegen muss der Vorkoster das Essen ja auch probieren, bevor die eigentliche Mahlzeit beginnt. Ein wahrscheinlich nicht so beliebter Posten, aber wir haben immerhin eine Person, die es ordentlich machen kann, weil Ilja einen ordentlichen Ränkespiel-Skill an unserem Hof hat. Alle anderen können das nur schlecht. Er ist natürlich ein Ritter hier bei uns, ein Höfling, ein homosexuell orientierter Ritter, der paranoid ist. Das passt also ganz gut. Ein paranoider Mann als Vorkoster, das halte ich tatsächlich für eine ordentliche Auswahl. Kostet 0,34, also wird hier gleich wieder abgezogen. Ihr seht es dann auch schon direkt, wie das hier runtergeht. So, Vorkoster. Dann, was damit im Zusammenhang steht, ist natürlich eine Position, die hier als Mundschenk aufgeführt wird. Ein Mundschenk ist dafür verantwortlich, Getränke an der herrschaftlichen Tafel einzugießen und dafür Sorge zu tragen, dass sie in keinem Becher je zur Neige gehen. Und auch das ist für so einen hinterlistigen Charakter, wie wir es sind, das ist uns, glaube ich, als Salomon schon bewusst, eine wichtige Position. Denn damit können Mordkomplotte mit Gift aufgehalten werden. Zumindest gibt es eine Chance dafür, die wahrscheinlich auf der Eignung des Mundschenks beruht, kostet auch wieder 0,34, müssen wir aber meiner Meinung nach machen. Und das wird tatsächlich unsere Königinmutter sein, das passt jetzt ja auch ganz gut, dass sie sich darum kümmert hier, als treuherzige Frau hat sie da sogar einen Bonus und einen ordentlichen Diplomatiewert auch.
sodass sie hier ganz ordentlich für diese Aufgabe geeignet ist. Und sie bekommt ein kleines Salär, ein bisschen Geld dafür. Ja, weiß ich nicht, ob man das so argumentieren muss, wenn es die eigene Mutter ist, ob die dafür bezahlt werden muss. Die ist ja eh bei uns am Hof versorgt, aber so funktioniert das eben. Gut, Anastasia wird also unser Mundschenk. So, dann gibt es noch eine Position, die möchte ich auch besetzen, auch wenn das alles jetzt sehr teuer wird. Und zwar der sogenannte Stallmeister. Der ist für die majestätischen Rösser und die Stallungen seines Lehnsherrn verantwortlich. Er hat immer viel zu tun, denn ein gut gepflegtes Pferd ist sowohl auf dem Schlachtfeld als auch auf Reisen ein großer Segen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da haben wir einen richtig guten Mann, der hervorragend geeignet ist. Nämlich kein geringerer als Prinz Laszlo, unser Ratsmarschall. Weil das so ein fähiger Krieger und Kämpfer ist, kennt er sich mit diesem Gestüt einfach gut aus. Hat aber auch ein hohes Salär. Das heißt, wir stärken seine Einnahmen damit und reduzieren unsere eigenen. Das ist nicht so ideal, müssen wir aber, denke ich, so hinnehmen. Hofpracht, was das ist, da kommen wir später noch zu. Also, er wird unser Stallmeister Laszlo. Okay, und dann haben wir noch einen, wie ich finde, ein sehr wichtiges Amt. Nämlich den Großalmosenia. Der ist dafür zuständig, Almosen an arme Menschen, die sie verdienen, oder andere bedürftige Untertanen zu verteilen. Man kann jetzt argumentieren, dass ein zynischer Charakter das für irgendwie ziemlichen Quatsch hält. Er ist jetzt nicht besonders großzügig oder so bekannt, ne? Also wir haben uns das ja hier angeguckt, er ist hinterlistig und zynisch. Man muss aber auch sagen, christliche Tradition gebietet das ja eigentlich schon fast, dass da jemand zuständig ist. Und sag mal ganz im Ernst, wer sollte das denn machen, wenn nicht Erzbischof Elemar? Als Repräsentant der Kirche ist er doch eigentlich automatisch die direkte Person. Und ich denke, für eine bessere Beziehung zu ihm, die ja eigentlich nie schlecht sein kann, auch wenn wir mit seinem Religionskram wenig anfangen können, sage ich mal ganz allgemein. Aber ich denke, das ist eine gute Idee, dass er nicht nur Hofarzt wird, sondern auch ein Großalmosenia sich hier um die einfache, arme Bevölkerung kümmert und Almosen verteilt. Denn die Kirche hat ja Geld, er persönlich nicht, aber er kann ja sicherlich was abzweigen. So stelle ich mir das zumindest vor. Das sind jetzt alle Hofämter, die ich verteilen wollte zunächst. Stimmt gar nicht. Wir haben noch ein Amt, das müssen wir auch noch verteilen. Und zwar gibt es einen Titel, den habe ich jetzt beim ersten Lesen völlig perplex verlesen. Und zwar habe ich Erzeugwart gelesen und habe mir gedacht, was ist denn ein Erzeugwart, bis ich ein zweites Z gelesen habe und festgestellt habe, das ist der Erzeugwart. Ein Zeugwart sagt euch vielleicht noch was, also jemand, der sich um ja, Gegenstände kümmert, im, ich sag jetzt mal weitesten Sinne um Ausrüstung etc. Und der Erzeugwart, das wäre in der Übersetzung besser, man hätte hier ein Bindestrichwort gebildet im Deutschen, weil dann wird es halt auch sichtbar, dass das ein Kompositionswort ist und man Doppel-Z eigentlich im Deutschen sehr selten als Kombinationswort schreibt. Im Bezug zu Erz, da nimmt man meistens einen Bindestrich, aber ist ja eine Kleinigkeit. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwann verstanden, das ist der Erzzeugwart und nicht der Erzeugwart, was aber ein lustiges Wort eigentlich für diesen Posten ist. Also, der ist verantwortlich für den Unterhalt, die Pflege und die Beschaffung von Artefakten, denn ja, es gibt jetzt auch ein Inventarsystem, auch das gucken wir uns noch an. Und der Erzeugwart, der sorgt für Verfallverringerung, auch wieder so ein typisches Crusader Kings Deutsch, Artefaktverfallverringerung. Also ein Modifikator, der Artefakte langlebiger macht. Und mit ihm können wir dann auch Artefakte entweder reparieren oder neu schmieden. Und wir können ein Artefakt bei ihm auch in Auftrag geben. Alles das wird erst freigeschaltet, wenn wir einen Erzeugwart ernennen. Und ich denke mir, dass wir das eigentlich jetzt schon tun könnten. Wir sehen aber, es sind noch keine guten Leute da. Deswegen, ja, wisst ihr was? Ich werde das verschieben, wenn er hier 16 ist. Ich glaube, so eine Frage ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, dass wir das sofort machen. Dann werden wir später drauf zurückkehren. Okay, ich habe mir da eigentlich schon einen Gast ausgesucht, aber das können wir auch später machen. Ja, und dann können wir mal in unseren Königshof nochmal genau reingehen. Also, um euch das mal zu erklären. Wir können an unserem Königshof hier sozusagen Bittsteller vortreten lassen, indem wir Hof halten bei uns am Königshof. Das geht aber nicht, weil wir noch ein Kind sind. Also das ist erst ab 16 Jahren bei uns möglich. Dann
gibt es hier ein ganz zentrales System, und zwar das System der Hofpracht. Und das muss man jetzt wirklich erklären. Also es gibt hier einen Grundwert, und der Grundwert ist der Wert, der immer wieder hier durch Positionen wie die Hofämter zum Beispiel modifiziert wird und auch modifiziert wird durch bestimmte Grundeinstellungen, sogenannte, ja, sind es hier Hofannehmlichkeiten, nämlich wie geht man mit Mode, mit Verpflegung, mit der Dienerschaft und mit der Unterbringung am Hof eigentlich um. Das kostet aber auch eine Menge Geld pro Monat. Dementsprechend muss man sich das hier zurechtlegen, wie man es am liebsten hätte. So, und all diese Faktoren hier, sowie andere, die ihr hier links aufgelistet seht, die sorgen dafür, dass wir einen Grundwert an Hofpracht auf Dauer bekommen. Und dieser tickt allmählich hoch auf diesen Grundwert. Er ist derzeit bei 22 und er verändert sich monatlich um 0,3. Und der Grundwert wird jetzt zum Beispiel aktuell in 7 Jahren erst erreicht. Dann wären wir hier kurz vor Prachtstufe 6. Es gibt also Prachtstufen, die schalten wiederum Effekte frei, wie zum Beispiel eine Ratsaufgabe Leibgarde anleiten. Das ist eine Aufgabe, die halt im Rat, da gehe ich mal kurz raus, weil wir das müssen, die wir dann hier als Zusatzoptionen bekommen, und zwar, genau, hier, Leibgarde anleiten, könnte Laszlo jetzt schon machen, erhöht die Rittereffektivität von bis zu und gibt gegnerische Feindkomplott Erfolgschance Verringerung, also verringert die gegnerische Komplott Erfolgschance bis zu -28%, je nach Effektivität dieses Mannes oder der Frau. Bei uns ist es ja ein Mann, der hier diesen Posten innehat. Und das wird jetzt freigeschaltet. So was Ähnliches haben wir auch bei Ratskanzler Prinz Gesa schon freigeschaltet, nämlich königliche Gunst verleihen. Auch das kommt hier aus der Hofpracht heraus. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie ist. Ja, genau, Prachtstufe 2 hat das freigeschaltet bei 15 Hofpracht. Und hier zum Beispiel Prachtstufe 1 braucht man, um überhaupt einen Hof halten zu können. Und dann geht das hier eben weiter, Stufe 4. Wir haben also ein erhöhtes Vasallratsmitgliedaufgebot plus 10% und so weiter und so fort. Höflinge, die 5 Jahre am Königshof gelebt haben, erhalten eine besondere Eigenschaft, die auf der Hofart beruht. Da sind wir beim nächsten Thema. Es gibt hier Hofarten und die kann man hier wählen. Bei uns ist das Kriegs- oder Ränkehof. Und das sind die Hofarten, wenn ich das richtig verstehe, die für unser Kulturethos auswählbar sind, weil wir als Volk hier kriegslustig sind. Das ist unser Ethos. Wir sind kriegslustig. Das gibt uns mehr Kampfgeschick bei allen Charakteren. Die Kriegsvolkkosten verringern sich, die Aufgebotsgrößen erhöhen sich leicht. Und dann haben wir daraus die Möglichkeit, auch einen richtigen Kriegshof zu machen, was wir derzeit haben. Man könnte es zum Ränkehof abändern, kostet eben 500 Prestige. Und da gibt es jetzt wieder verschiedene Hofprachtstufen, das sind die Stufen, die wir eben gesehen haben, und die geben jetzt hier einen weiteren Bonus je nach Hofart. Genau, wir sehen also, Stufe 1 gibt Rittereffektivität, wir sind bei Stufe 4, glaube ich, schon angekommen, bei Stufe 3. Bei Stufe 4 bekommen wir dann nochmal Aufgebotsboni bei unseren Vasallen und Ratsmitgliedern von plus 10%. Ja. Gut, dann ist das erstmal schon mal für euch deutlich. Dann gibt es noch eine Hofsprache. Also es gibt jetzt im Spiel, sobald es Königreiche sind, also im Rang von Königreichen, gibt es ja eben diesen Königshof. Und dieser Königshof, der hat auch immer eine Hofsprache. Und die kann man hier entsprechend einsehen. Und ich glaube, die kann man auch auf Dauer irgendwie dann abändern. Das kostet aber wiederum sehr, sehr viel Prestige etc. pp. Und ja, man kann dann eine andere Hofsprache theoretisch im Laufe der Zeit noch annehmen. Und dann haben sie eben, ja, was soll ich euch noch alles zeigen? Ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Es gibt eben hier bei der Kultur jetzt Traditionen und Pfeiler, die sind neu, die wir als Kulturoberhaupt erst auswählen können, wenn wir dann mal erwachsen sind. Da haben wir hier landwirtschaftlich, Husarenüberfälle und starker Glaube. Und da kann man bis zu 6 Traditionen insgesamt auswählen. Das wird bestimmt auch noch was kosten. Und man kann irgendwann, wenn die Kultur 100 Jahre alt geworden ist, kann man irgendwann eine Zweigkultur erschaffen. Also eine neue Kultur abzweigen. Da wird ein bisschen modelliert, dass Kulturen sich natürlich über den Laufe der Zeit auch stark, ja, verändern oder überhaupt verändern können. Sehr, sehr spannend. Ja, das sind unsere Kulturpfeiler. Wir sehen übrigens hier, das gilt für andere Länder ja auch. Also hier gibt es dann Traditionen oder einen Ethos wie höfisch oder gemeinschaftlich oder spirituell
Oder was gibt es noch? Stoisch gibt es hier noch und kriegerisch gibt es halt nur bei uns derzeit. Bürokratisch gibt es noch, wie bei den Griechen hier unten zum Beispiel und, und. Also ganz interessante neue Mechaniken, die dazugekommen sind. Und last but not least, also da will ich auch nochmal drauf eingehen, ein Inventar, das mich schon wieder ein bisschen an Diablo erinnert, lustigerweise. Also auch da so, kennen wir ja hier so Inventarplätze an dieser Figur. Und hier können wir auch Artefakte in Auftrag geben, wenn wir einen Erzzeugwart ernannt haben und dann können wir uns Rüstungen, eine Krone, eine speziell angefertigte Insignien, Waffen, Schmuckstücke auf Dauer ausrüsten. Es gibt auch irgendwie Artefaktansprüche, also wenn wir irgendwie einen rechtlichen Anspruch auf irgendein altes Artefakt haben, dann kann man das auch irgendwie einfordern und ja, man kann die Hofartefakte am Königshof eben auch hier sich anzeigen lassen in diesem Menü, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, denn wir besitzen ein großes Wandornament und zwar, hier seht ihr, dass es da Seltenheit Stufen gibt, auch wie in einem Diablo-artigen Spiel, mit grün markiert meisterlich das Hausbanner der Apaden, das habe ich natürlich hier schön hinter den Thron aufgehangen. Dann haben wir ein gewöhnliches Dynastiebanner der Apaden, das hängt hier drüben an der Wand. Und wir haben den Lendenschurz Christi, den wir hier schön ausgestellt haben. Und wir haben das sogenannte Schwert Gottes, das legendäre Schwert des Hunnenherrschers Attila, der Geißel Gottes. Es ist auch als das Schwert des Mars bekannt. Also sehr, sehr wertvolle Gegenstände, die hier besondere Boni verleihen. Prestige, Bekanntheit, Schreckenswerte zum Beispiel. Hofprachtboni kommen da nochmal ganz stark durch. +4, +4, also insgesamt +8. Also das sind schon tolle Gegenstände. Wir haben wirklich einen tollen Königshof. Das sieht man hier auch schon daran, dass wir den 5. Rang in der Welt haben. Also vor uns ist nur noch Heinrich der 4., Basileus Konstantinos von Ostrom und Sultan Al-Mujam Alp-Arslan Chagri Begoglu vom Seldschukenreich. Alle anderen liegen schon hinter uns. Also wir sind mit unserem Hof eigentlich schon jetzt sehr gut unterwegs. Da müssen wir uns mit dem Königreich Ungarn hier zu dieser Zeit offensichtlich nicht verstecken. So, jetzt habe ich wieder viel euch erklärt und berichtet, aber es ist auch notwendig, weil dieses DLC eben so viel Neues bietet. Und beim nächsten Mal, da verspreche ich euch, werden wir hier den jungen Salomon betrachten, während er hier erwachsen wird, während die Heirat vollzogen wird. Es wird bestimmt ein Festmahl geben und er wird auch das erste Mal Hof halten dürfen. Und all das, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dann in der zweiten Folge. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Euer Tastenhauer sagt, ciao, ciao.